du darfst gern grüßen. Nö. Dann nicht. Dann grüße ich halt. Hallo, da sind wir wieder. Trotz technischer Probleme und mit neuem Headset. Mir wurde gesagt, es klingt realistischer als das andere. Ich weiß es noch nicht. Schreibt es in die Kommentare und so ein Käse halt. Käse. Quark. Nein, das geht mit dir nicht. Gib es mit Corby. Oh. Nee, aus dem Aufzug kam gerade raus. Ja, aber es gibt einen anderen Weg. Geht nur im Aufzug, ne? Aufzug. Dann gehen wir halt wieder in den Aufzug. Halt, stopp. Stimmt, stimmt. Erstmal starten. Jetzt. Halt, stopp, Story. Also Norden, ja? Das ging ja schnell. Das Ende der Welt steht bevor und du denkst nur an uns? Verdammt richtig, ich habe dich nie aufgegeben. Nein, du hast die Welt aufgegeben. Hey, dafür habe ich bezahlt. Oder findest du, dass ich noch nicht kaputt genug bin? Isaac, hier geht es um Leben und Tod. Ohne deine Hilfe sind wir geliefert. Also? Als ob ich eine Wahl hätte. Jetzt stecken wir drin fest. Nee, ich schätze, da wird gleich ein Monster irgendwo herkommen. Jo. Oh, hier waren wir ja vor. Hi. Hi. Oh, jai. Ein Schuss fliegt sehr langsam. Fällt mir gerade auf. Ist nicht gut. Wir müssen auf diese komischen Knoten da schießen. Ja, dafür sollte klar sein. Ja. Warte mal, müssen wir vielleicht die da wieder machen? F. Ja. Ich soll das Spiel vielleicht noch eine Idee leiser stellen. Mach ich gleich. Ja. Jetzt einfach runterziehen. Okay. Na, komm. Hallihallo. Dort. Gut. Mach es kalt. Nee, ich mach's heiß. Mit Induktion. Vorsicht, Gegner. Treten. Ja. Ja. Okay, nee, da kommt mehr. Hey, Quicktime. Komm! Auch schnell tippen kann ich nicht. Ach so! Ja, ich kann ihn nie mal wiederbeleben oder so. Ja, ich finde das auch ausgesprochen fair. Müssen wir von Anfang anfangen. Und dann stelle ich das Spiel erstmal ganz kurz leiser. Jo. Chori. So, passt. Ouch. Something. Da oben. Siehst du die so weit? Achso, klar, du spielst ja im Vollbild. Ja? Nö, nicht gut Augen hier. Ja, ich spiele im Vollbild. Auf 1080p. Ah. Nee. Okay, wollen wir erstmal kurz warten?
Vielleicht kommen die. Ich will erstmal kurz auffallen. Ne, ich sehe mein Leben gar nicht. Heute bin ich derjenige, der rauszappt, so. Ja, mach mal runter, genau. Bist du wohl. Fängt gut an. Ja. Genial. Aber wo kommt das Riesenvieh eigentlich her so schnell? Ich meine, das sind doch ingame keine 5 Minuten gewesen. Oder ist das vielleicht die komische Ratte, die da runtergesprungen ist und irgendwie in den elektrostatischen Nebeln da mutiert ist? Ach, was soll's. Ich denk zu viel, ist gut, ich bin schon ruhig. Ja. Kümmer du dich mal um alles andere, ich kümmere mich um die Gegner. Ja, komm, lad nach. Ja. So. Durch. Oh. Nirgendwo. War das Tentakel. Der, wie hätte das Tentakel, das diese Geräusche gemacht hat? Ja. Ich dachte, das war so ein kleiner. So eine kleine Gruppe. Oh, noch einer. So ein magisches Spiel. Ufo. Noch mehr EN-Wandler. Ach ja, treten. Ganz ja. Vergessen. Das glaube ich dir nicht. Ja, okay, ich habe gewartet, dass mehr sind. Ach so. Na komm, dreh die Schwule. Ja, ja. Ich musste ja erst treten. Ja. Gut, das ja, ging jetzt schnell. Geht. Keine Überraschung, kein nichts. Hier ist alles wieder im grünen Bereich. Sieht so aus, ja. Du bist ein Ingenieur, aber ich glaube, das ist so. Dürfte so passen. Ja, den müssen wir noch zertreten. So, jetzt. So, irgendwas drin gewesen irgendwo? Nö. Nö. Bling. Ein Schacht, der einfach zu ist. So, wir können hier rausgehen oder wir können da rausgehen. Gehen wir da raus. Die 1, 2 oder die 3. Für was entscheidest du dich? Ich nehme die Tür. Ich nehme die 3. Ich nehme die 3, ja. wo war das nochmal her? Simpsons? Ja, das ist der Movie. Ja, Moment, nicht so ungeduldig, ja? Die Leiter ist nur für einen gleichzeitig, egal wie lang die ist. Ja. So, jetzt darfst du. Oh, Altmetall und Stasepack und alles Mögliche und. Hui. Adna braucht mehr Platz. Nein, brauchst du nicht. So fett bist du nicht. Doch, ich bin echt richtig fett und so. Gut, ich meine, bei deiner Diät glaube ich dir das fast sogar, ja. Oh! Die Rotoren laufen. Straße! Alt? Alt.
Kommst du? Ja, nicht auf mich. Ich weiß gar nicht, wie lange die hält. Autsch! Ja. Gute Arbeit. Er fliegt voll im Weg rein. Als benötigt, dass es nur zwei Rotoren sind. Landen. Ich will. Lass mich landen. Nö. Dopes Spiel. Ich bin sehr auch der Meinung, dass wir die Outfits getauscht haben. So von den Helmen her. Müssen wir dann mal nachschauen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie, weil du bist immer noch Host und ich bin immer noch Client. Also, dies ist nicht logisch. Ja, ja. Oh. Ist gut, dass du dich freust. Dann muss ich gleich nur Gasmus bekommen, ja? Dieses Geräusch. Bist du eigentlich Schönes? Markus, komm mal kurz her. Mhm. Ja? Electrical Engineering Interface. Stell dich mal rechts neben mich an das Ding. Ich hoffe, wir müssen zu zweit hier irgendwas hacken oder so. Keine Ahnung. Wow. Was? Ja, komm, geh einfach eins nach rechts und eins nach links. Nach oben. Na komm. Okay. So schwer. Es ist ein sehr seltsames Hacksystem. Das ist New Gen Hacking. Boah, wir haben es geschafft, Alter. Es war richtig schwer. So, und was hat uns das jetzt gebracht? Ist die Tür jetzt auf? Beziehungsweise der Aufzug? Ja, ne? Ja. Lass uns erstmal rumschauen. Moment, ich sehe hier nämlich noch was Blaues. Blau heißt gut. Ein mittleres Medipack. Das können wir nicht vergessen haben. Eigentlich. Oh, hey, das ist neu gespawnt, Schatz. Komplett neue Level-Dateien, ja. Muss wohl. Schlampig gearbeitet. Aber der Ausblick ist schön. Bah. Wenn man gerade mitten in die Sonne reinsieht. Blendend. Ich muss mal ein kleines Medipack trinken. Oder essen. Ich glaube, das spritzt du dir intravenös. Genau wie die. Sorry. Ja, genau wie die Spritzen im Bioshock. Komm, weißt du, Electrical Engineering Interface. Hm? Elektroingenieurwissenschaft. Haben viel mit Hacken zu tun, ja. Ja. Das ist stupide. Bitte? Einfach so stupide. Ja, ne? Was soll man sonst während langen Aufzugfahrten machen? Ja. So, hallo, ja, neuer Abschnitt. Dabei. Oh, guck mal. Was denn? Oh. Ah, der Ver- Oh mein Gott! Was? Ein Bock erschießen. Ich wusste es. Ich krieg das Achievement nicht. Das war zu auffällig. Nee. Treten, treten! Hallo. Oh mein Gott. Oh. Alex,
Recover. Wir haben das Quartier des Admirals erreicht. Isaac ist... Abschalten. Hey, Isaac. Isaac? Cover, was ist da los? Abschalten. Isaac! Abschalten. Hey! Abschalten! Was? Was ist denn los? Nichts. Alles in Ordnung. Alles okay. Ellie. Der Admiral war besessen davon, einen Schlüssel herzustellen. Einen Schlüssel? Wofür? Hey, ein Schlüssel wofür? Für irgendeine Alien-Apparatur. Eine Maschine. Sie glaubte wohl, dass sie die Marker steuerte. Oh mein Gott. Sie wollte sie abschalten. Das schrieb sie immer wieder. Wie ein Mantra. Oder Anweisungen. Genau danach haben wir doch gesucht. Das ist nicht irgendein Planet, Isaac. Sie haben die Quelle gefunden. Die Heimat der Marker. Der Teufel soll mich holen. Heimat der Marker. Okay, wir sammeln uns im Kontrollraum. Von dort aus planen wir unseren nächsten Schritt. Clark, kommen Sie zu sich. Los jetzt, Clark! Oh, nö. Ich muss schon wieder den Zaun anpassen. Hallo, Auskunftsartefakt. Dritter! Ich glaube, das ist eine normale Leiche, die gibt ja nichts viel. Oh, Artefakt entdeckt. Jo. Von wegen, die gibt nicht viel. Ja, das war aber, glaube ich, von mir, das Artefakt. Das habe ich eben gefunden. Zwei Textlogs. Oder nur ein. Hey. Munition und Audio-Nachricht. Verdammt, Marjorie. Ich setze unten auf diesem Eiswürfel das Leben von vielen tapferen Männern und Frauen aufs Spiel. Soldaten, die im Krieg zu Hause kämpfen können. Würde mir jetzt bitte mal jemand erklären, wonach wir überhaupt suchen? Wir suchen nach Hoffnung, General. Oh, gütiger Gott, im Himmel. Unterstützung für den Krieg und unsere Kampfkraft schwinden. Wir haben keine Rohstoffe mehr. Die Öffentlichkeit wendet sich gegen uns und uns läuft die Zeit davon. Beantworten Sie einfach meine verdammte Frage. Wonach suchen wir? Nach Markern. Das soll wohl ein Scherz sein. Nein, General. Ist es nicht. Ich werde Dr. Serrano in Ihr Quartier schicken. Er wird Sie dann briefen. Sie müssen den Verstand verloren. General, weggetreten. So, ja. So. Das waren ja die Leute vom Anfang, beziehungsweise der General. Serrano haben wir bisher nur gehört. Aber schick eingerichtet hier. Ja. Hey. Ja, Lichter kann man sogar schießen. Cool. Jo. Auch wenn sie dann nur flackern. Buckle hier. Wir haben ein schrottreifes Transportshuttle namens Crozier aufgespielt. Wenn wir es wieder flott kriegen, schaffen wir es damit vielleicht zur Planetenoberfläche. Keine Chance. Wenn wir dieses Shuttle finden, machen wir hier die Biege. Verdammt, Robert! Wenn wir die Marker nicht stoppen, gibt es nichts mehr, wohin wir zurück könnten. So oder so scheint das Shuttle unsere einzige Chance zu sein. Wo ist es? Im größten Schiff der Flotte, der Terra Nova. Aber es ist ein langer Weg dorthin. Sie müssen eine Möglichkeit gehabt haben, zwischen den Schiffen zu pendeln. Wenn Sie eine Möglichkeit hatten, finden wir sie. Natürlich. Hm. Zwischen den Schiffen zu pendeln. Ja. Weil man es auch so oft tun muss. Und nicht irgendwie per Videokonferenz kommunizieren kann. Ich muss sagen, so Aufzugfahrten sind tatsächlich angenehmer als durchschnittliche Ladescreens. Ja, das stimmt. Warte mal, da ist irgendwo ein komisches Zeichen am Boden. Ziehen das Ronok. Und so weiter, Kolonien. War eigentlich Kampfkraft. Also wir den ganzen Weg zurücktouren. Erst einmal rumschauen wieder. Da ist was offen. Guten Tag, General. Admiral Graves bat mich, Ihnen diese Informationen zu liefern. Das Kino funktioniert wieder. Als der schwarze Marker 2214 auf der Erde exhumiert wurde, überstieg er unser Wissenschaftsverständnis. Er schien endlos Energie zu produzieren. Eine wichtige Eigenschaft in unseren rohstoffarmen Zeiten. Man versuchte, den Marker zu replizieren, in der Hoffnung, seine Technologie zu verstehen und dabei endlos Energie für uns zu generieren.
Stellen Sie sich unsere Überraschung vor, als wir entdeckten, dass er keine Energie produzierte, sondern solche empfing. Und zwar über Trägerwellen aus dem Tiefen des Alls. Die Triangulation dieses Markersignals offenbarte einen unentdeckten Planeten, den wir nun als Tau Volantis kennen. Wir hoffen, die Quelle des Signals zu finden und die Energie für uns zu nutzen. Ein Erfolg würde eine bessere Zukunft bedeuten. Für uns alle. General, danke für Ihre Zeit. Letzte Folie. Guten Tag, General. Admiral Graves bat mich, Ihnen diese Informationen zu liefern. Jo. Der schwarze Marker 22. Geht's hier weiter, oder? Nee. Oben rum, ne? Ja, da geht's weiter. Man versuchte den Marker zu replizieren. Noch mehr so Marker, ja. Ganz ehrlich, das ist wieder blöd gemacht eigentlich, dass die Sachen wieder neu geladen werden. Ich meine, ich beschwere mich nicht, ne? Free Stuffs und so, aber nicht sonderlich realistisch. Und du siehst aus, als wenn es den Hallo Shit war. Au. Da kommt noch mehr. Wo wollen wir nochmal zurückgehen? Da war auch noch eine Tür. Wo war noch eine Tür? Die offen war. Ja, ich habe keine neue gesehen, nur die einen, aus der wir hergekommen sind. Also da die zu den Ventilatoren. Soll ich vielleicht mal kurz heilen gehen? Ja. Lass mal schauen, was die Tür da macht. Ja, genau. Hier geht's da runter und so weiter. Hier lang? Hier lang. Hinter dir. Dann war das durchsichtig. Ja. Wir hoffen, die Quelle des Signals zu finden und die Energie für uns zu nutzen. Ein Erfolg würde eine bessere Zukunft bedeuten. Für uns alle. Ja, das habe ich mir bei dem Hirsch auch erst gedacht. General. Was denn? Ich hab den mit der Box gekillt. Das habe ich auch schon mehrmals gemacht oder zumindest versucht. Ach. So. Haben wir Zeugs? Hier ist noch eine Box. Und hier ging's wahrscheinlich direkt durch. Wieder schönes Gel.